Drehscheibe Dresden Sommertour wird Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Celebrate QF. Edle Tropfen hoch über den Dächern der Stadt zur Pop-Up-Weinbar am 9. Juli. Mit Jens Pizonka von der Weinzentrale Dresden und den Winzern Matthias Schuh, Juliane Eller und Stefan Winter. Auf der Terrasse gibt's Leckeres vom Grill. Das Ganze bei freiem Eintritt und Live-Musik. Celebrate QF. Ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Dresden am Montagabend. Diese Themen haben wir heute für Sie. Sommertour, DSC-Olympioniken in der Vorbereitung. Fernsehturm, Stadt und Land stellen neue Pläne vor. Und Schach, Mannschaftsmeisterschaft in Radebeul beendet. Heute beginnt wieder unsere Drehscheibe Dresden Sommertour. Bis Anfang September sind wir täglich für Sie an unterschiedlichen Orten in Dresden und Umgebung unterwegs. Heute geht es zum Dresdner SC. Auch hier wirft die Olympiade ihre Schatten voraus. Wir stellen Ihnen heute Dresdner Athleten vor, die mit nach Rio fahren. Ja, wir sind hier im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion verabredet mit der Dreispringerin Jenny Elbe und ihrem Vater und Trainer Jörg Elbe. Hallo. Hallo. Ja, Jenny, jetzt ist es offiziell. Du bist nominiert für Olympia. Wie ging es dir, als du diese Nachricht erhalten hast? Na, sehr gut. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ist ja immer, wenn das dann offiziell ist, immer noch was anderes, als wenn das noch so, ja, ich bin inoffiziell nominiert und wenn es offiziell schwarz auf weiß irgendwo zu lesen ist, ist das natürlich was ganz anderes. Ja. Du hast ja hier im Mai im Heinz-Steyer-Stadion einen super Saisonauftakt hingelegt, gleich die Olympianorm geschafft. Wie schätzt du deine Form ein zurzeit? Ja, also dadurch, dass ich gleich mit einer Bestleistung starten konnte und die dann auch noch zu den Deutschen Meisterschaften bestätigen konnte, denke ich eigentlich, dass ich ganz gut in Form bin. Jetzt ging es natürlich erstmal noch darum, sich zu qualifizieren und die Form noch weiter auszubauen. Und jetzt kommen die nächsten Höhepunkte und dort wird sich zeigen, was das Training so bereithält. Ja, mal Frage an den Trainer und Vater. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die Jenny gehen muss? Ja, also das allererste ist gesund bleiben. Gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben. Und dann sollte sie über diese Europameisterschaften, die also diese Woche dann beginnen, den internationalen Wettbewerb suchen, um praktisch bereit zu sein, auch in dieser Art und Weise bei den Olympischen Spielen dann angreifen zu können. Es ist ganz toll, dass sie das geschafft hat. Das ist ja immer der Traum eines jeden Sportlers. Und deshalb freue ich mich auch sehr. Und wir haben das alles so geplant, dass wir hoffentlich den richtigen Weg gehen. Fahren Sie mit nach Rio? Wenn, dann auf privater Basis, aber nicht offiziell in der Mannschaft. Also da muss man sich dann schon selbst bemühen. Es sind dann offizielle Trainer vom Verband eingesetzt. Es ist auch so, dass der DOSB nicht so viele Leute akkreditieren kann. Es ist also immer eine begrenzte Zahl. Aber es ist schon ein Highlight und wir überlegen, ob wir uns das kurz, aber heftig antun. Ja, du bist ja auch nur noch wenige Tage in Dresden. Wo geht's jetzt als nächstes hin? Für uns stehen noch die Europameisterschaften in Amsterdam an. Da geht es für mich am Mittwoch hin. Dort habe ich Freitag dann die Qualifikation und Sonntag das Finale. Du hast ja jetzt auch gerade eine Umstellung, eine Technikumstellung hinter dir. Im Mai hast du da mal gesagt, es läuft noch nicht ganz so rund, du musst dich noch ein bisschen einspringen. Wie sieht es damit jetzt aus? Also diese Technikumstellung wird, glaube ich, die ist nicht abgeschlossen. Also man kann immer noch weiter sich verbessern. Das geht ja sowieso immer, sonst würde ich ja ständig Weltrekord springen. Also ist alles noch nicht so toll. Deswegen trainieren wir natürlich jeden Tag daran, dass diese Technik immer noch weiter verbessert wird. Wie sehen Sie es? Ja, es ist so, dass tagesformabhängig natürlich auch bestimmte Dinge einem wieder weglaufen. Wenn man also sein ganzes Leben lang ein paar andere Bewegungen durchgeführt hat, da muss man immer wieder hart dran arbeiten, dass sie nicht verloren gehen. Ja, das ist also bei einer Sportart wie beim Tanzen oder auch beim Eiskunstlaufen, die müssen also ganz komplizierte Bewegungen einstudieren oder die Turner und da muss man immer hart dranbleiben, dass man diese Bewegung dann auch ausführt. Okay. Jenny, was bedeutet es für dich, bei Olympia dabei zu sein? Das ist der größte Traum, den man als Sportler hat. Und für mich ist es wirklich was Besonderes, sind meine ersten Spiele.
Und ich freue mich total auf die ganze Atmosphäre, die dort herrscht. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Von daher mal gucken. Ich bin schon sehr gespannt, ja. Wann packst du die Koffer für Rio? Ja, im August irgendwann. Also ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht so richtig. Ich habe noch keine Reiseplanung von unserem Verband bekommen. Aber ich schätze mal Anfang August einfach irgendwann. Ja. Okay, also vielen Dank für das Gespräch. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wünschen viel Erfolg. Und wir melden uns gleich nochmal wieder. Dann treffen wir die Dresdner Wasserspringerin Tina Punzel. Hand aufs Herz, liebe Zuschauer. Standen Sie am Samstag beim EM-Spiel Deutschland gegen Italien auch kurz vor einem Nervenzusammenbruch? Das Elfmeterschießen war wirklich nichts für zart Beseitete. Und mit Frankreich wartet jetzt der nächste schwere Gegner auf Jogis Jungs. Wir haben uns mal umgehört, wie das Spiel angekommen ist und wie die Chancen auf den Finaleinzug stehen. Ja, es war ein sehr spannendes Spiel. Es war ein Spiel, wo ich sage, Deutschland hätte es eigentlich viel eher gewinnen können, wenn sie denn gewollt hätten. Und am Ende, denke ich mal, haben wir den Italienflug besiegt im Elfmeterschießen. Und ja, alles gut, alles schön, alles toll. Ich möchte Italien Support, aber Italienisch haben nicht so gut gespielt. Ich finde eigentlich die Meinung, die jetzt im Endeffekt kommt, dass vielleicht eine Fehlentscheidung war, die Dreierkette zu nehmen, finde ich jetzt relativ. Es hat ein sehr, sehr spannendes Spiel ergeben im Endeffekt. Und ich möchte sowas nicht nochmal erleben im Finale, sonst breche ich wahrscheinlich zusammen. Deutschland hat gut gespielt, bei Italien hat natürlich auch gut gespielt. Und das Spiel war nicht ganz toll, es war ein harter Kampf, nicht schön. Aber ich denke, Deutschland hat zurecht gewonnen. Anders sage ich als Holländer. Ich habe gedacht, Boateng ist von der italienischen Mafia bestochen worden, damit die Deutschen rausfliegen. Ja, am Ende habe ich mich gefreut. Ja, eigentlich nur schlechte Eindrücke, weil deutsches Mittelfeld unterirdisch gespielt hat über die 120 Minuten. Nerven aufreiben bis zum geht nicht mehr dann zum Schluss natürlich. Bisschen ärgerlich so, der Elfmeter musste nicht sein, hätte man sich da alles ein bisschen leichter machen können. Aber an sich, wie gesagt, fand ich es super geiles Viertelfinale so. Schön anzuschauen, auch wenn es sicherlich einfacher gegangen wäre. Ich glaube, dass Deutschland auf jeden Fall besser gespielt hat. Aber Italien ist auch eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen kann. Also, die haben auch beide gut gespielt. Was ist denn Ihre Prognose für das Halbfinale gegen Frankreich? Glauben Sie, Frankreich ist ein stärkerer Gegner als Italien es war? Das glaube ich nicht. Wir haben nicht so viel Angst vor Frankreich, wie wir vor Italien hatten. Und ich denke, wir haben ganz gute Chancen eigentlich, auch mit Verletzungen. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer, und sehen uns dann gleich wieder mit noch mehr aktuellen Nachrichten. Bis dahin, bleiben Sie dran. Jetzt für den New York Marathon 2017. Die Hauptstraße, der Dresdner Genießer Boulevard am Goldenen Reiter. Vor über 300 Jahren hat sie August der Starke erbauen lassen und bis heute ist sie eine der beliebtesten Fußgängerzonen in Dresden. Zwischen dem berühmten Reiterstandbild des Kurfürsten, vorbei an den Kunsthandwerkerpassagen und der Dreikönigskirche bis hin zum Albertplatz laden hier jede Menge Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und Genießen ein. Shoppen, Schlemmen, Schlendern. Die Hauptstraße, Dresdens Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Lebe dein Laufabenteuer und komm mit uns zum New York Marathon. Bestes Futter für Ihr Haustier mit 5 Sternen für beste Qualität. Dafür steht das Tierhotel, die Manufaktur für gesunde Tiernahrung. Wir produzieren selbst. Wir mögen es frisch. Biozertifiziert und geprüft. Drauf ist drin. Und natürlich lieben wir Tiere. Einfach gesundes und artgerechtes Futter. Erhältlich vor Ort im Werksverkauf oder ganz bequem per Onlineshop. Das Tierhotel, die Manufaktur für gesunde Tiernahrung. Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat.
Wir entwickeln Dresden. Nach 12 Jahren schließt das Espitas in der Dresdner Neustadt am kommenden Montag. Die Betreiber haben den Mietvertrag nicht verlängert. Grund sind logistische und bauliche Probleme. Wie eine Sprecherin mitteilte, entsprechen die Räumlichkeiten nicht mehr den Auffassungen für eine zeitgemäße Gastronomie durch Espitas. Das Restaurant in Dresden-Gruna bleibt erhalten. Außerdem will man sich Gedanken um einen neuen zweiten Standort in Dresden machen. Auch die Zukunft des Dresdner Fernsehturms ist noch immer offen. Heute informieren Stadt und Land über die möglichen künftigen Nutzungen. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten. Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung des Dresdner Fernsehturms keimt jetzt wieder auf. Eine Machbarkeitsstudie soll überprüfen, ob sich die Wiederbelebung des 1991 für den Publikumsverkehr geschlossenen Funkturms in Wachwitz lohnt. Diese Machbarkeitsstudie soll ergebnisoffen untersuchen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine touristische Nutzung des Dresdner Fernsehturms wieder möglich sein kann. Die Grundlage für diese Arbeit ist das Exposé, das der Verein am 24. April 2015 beraten hat und letztendlich auch mir übergeben hat. Die Kosten der Studie teilen sich die Stadt Dresden, der Freistaat und der Eigentümer, die Deutsche Funkturm GmbH. 3 verschiedene Varianten sollen auf Wirtschaftlichkeit, die Auswirkungen für die Umgebung und bauliche Voraussetzungen geprüft werden. Die inhaltliche Variante, auf die wir uns jetzt verständigt haben, eine Variantenuntersuchung, die in mehreren Stufen passieren wird, die in einer Variante 1 den Turm selbst betrachtet mit verschiedenartiger Gastronomie und Verkehrsanbindung. Die Variante 2 den Turm und die weiterführende Verkehrsanbindung, das ist ja auch Bestandteil des Exposés, den ursprünglichen Gedanken, der vor vielen Jahren schon mal bestanden hat, eine Seilbahn zu realisieren. Und die Variante 3 ist dann wirklich die große Komplexität, die Gesamtheit des Exposés zu betrachten und zu bewerten. Ehrgeizige Pläne verfolgt der Förderverein des Fernsehturms mit der Wachwitzer Nadel. Mit 9 Liften, einem modernen Besucherzentrum, Parkplätzen und einem Wissenschaftszentrum, dem sogenannten Televersum, macht er sich für eine Wiederbelebung stark. Durch dessen Hartnäckigkeit hat er über ein Bürgerbegehren die Machbarkeitsstudie durchgesetzt. Das ist erstmal eine positive Entscheidung in die richtige Richtung. Sag mal, wir behaupten immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber damit wird halt die Hoffnung auch wieder genährt, dass der Fernsehturm irgendwann in absehbarer Zeit auch wieder für die Öffentlichkeit geöffnet wird. In aller Deutlichkeit betont Oberbürgermeister Dirk Hilbert, dass Sanierung und Wiedereröffnung des Funkturms allerdings nicht ohne öffentliche Gelder auskommen werden. Sind wir bereit, als politische Verantwortungsträger und auch der Rat als Repräsentant, dem Thema so eine hohe Priorität zu setzen. Das heißt, wir können Schulen vielleicht später sanieren oder wir können eine Straße später sanieren oder andere Thematiken zurückstellen, weil eines ist klar, alles auf einmal funktioniert nicht. Und das ist dann eine Schwerpunktsetzung. Der Fernsehturm ist in der sächsischen Landeshauptstadt ein höchst emotionales Thema. Dem Pressegespräch saßen deshalb viele interessierte Dresdner bei, darunter auch der prominente Unterstützer Uwe Steimle. Im ersten Quartal des kommenden Jahres sollen erste Ergebnisse zur Machbarkeitsstudie veröffentlicht werden. Weil er vermutlich nicht angeschnallt war, ist am Wochenende auf der A4 bei Berbersdorf ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Samstagabend gegen 19.30 Uhr mit seinem BMW Richtung Dresden unterwegs. Zwischen Berbersdorf und Siebenlehen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, raste in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer des Wagens wurde dabei aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei suchte am Unfallort noch nach weiteren Personen, die im Fahrzeug gesessen haben könnten, da nicht klar war, ob der 19-Jährige allein unterwegs war. Die A4 Richtung Dresden war zeitweise gesperrt, es bildete sich ein langer Stau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der sächsische Leistungspreis Lokal-TV der ersten Jahresstaffel 2016 ist jetzt in Leipzig verliehen worden. In der Kategorie Ereignis, Asylrecht, Bleiberecht, Duldung gewann Dresden Fernsehen. Franziska Wöllner und Max Giese haben einen Beitrag über ein bemerkenswertes, von einer jungen Frau ehrenamtlich initiiertes Flüchtlingsprojekt in Dresden-Gorbitz produziert.
Die Krabbelgruppe hat Daniela Hertig ins Leben gerufen, um damit der Gewalt gegen Flüchtlinge etwas entgegenzusetzen. Mein Mann und ich haben gesehen, wie jemand gewalttätig gegen einen Flüchtling wurde. Und es ließ mir keine Ruhe mehr. Und daraufhin habe ich mich umgehört, wie ich mich ehrenamtlich austoben kann, sozusagen. Und letztes Jahr, September, wurde es dann sozusagen Realität. In der Krabbelgruppe für junge Familien, sowohl Geflüchtete als auch Deutsche, lernt man sich kennen und baut Vorurteile ab. Der Formatpreis ging an Punkt 1 Oberlausitz TV mit dem Beitrag Bautzen, das braune Elend. Ein Kommentar von Uwe Tschirner. Er stellt ein deutliches Statement dar und nimmt im positiven Sinn kein Blatt vor den Mund. Den Themenpreis holte sich TVM Meißenfernsehen mit dem Beitrag Die Rutsche ist nicht weg. Seit Jahren fehlt Meißen an Kindern ein Freibad. Das Bestehende wurde dem Verfall preisgegeben und die beliebte Rutsche verkauft. Journalist Matthias Heigel spiegelt die unschöne Situation mit einer guten Prise Ironie wider. Den Preis in der Kategorie Lokalpolitik gewann Mittelerzgebirgsfernsehen Marienberg. In dem Beitrag Marie zeigt dir Marienberg von Nicole Fugmann-Müller wird umfangreich und trotzdem nicht langweilend über einen Museumsführer für Familien berichtet. Die Preise sind auf jeweils 5.000 Euro dotiert. Wie es von Seiten der Sächsischen Landesmedienanstalt hieß, folgt die handwerkliche Umsetzung des Programmes der lokalen Fernsehveranstalter einem unbedingten Qualitätsanspruch. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat der Medienrat den Sächsischen Leistungspreis Lokal-TV initiiert. Über die Jahre konnten bereits 76 Preise verliehen und eine Gesamtpreissumme von 380.000 Euro ausgereicht werden. Am Montag ist in Radebeul die vierte Mannschaftsschachweltmeisterschaft der Senioren zu Ende gegangen. 9 Tage lang spielten über 100 Teilnehmer um den Sieg am Brett. Am Ende hatten die Osteuropäer bei den über 65-Jährigen die Nase vorn. Bei den 65 plus ist das russische Team bärenstark. Da gibt es also Teammitglieder, nach denen sind ganze Varianten benannt. Also das Sveshnikov-System im Sizilianischen, der Herr Sveshnikov ist hier. Also das ist unglaublich, was hier an Gewalter Kompetenz da ist in dem Bereich, und da waren schlicht und ergreifend war das russische Nationalteam einfach eine Klasse für sich in dem Bereich. Bei der Sektion 50 plus siegte die Mannschaft Deutschland 1. Am Spitzenbrett spielte der Hallenser Uwe Bönsch. Er ist das zweite Mal dabei gewesen. Dieses Jahr holte seine Mannschaft bei den über 50-Jährigen die Goldmedaille. Ja, ist ein ganz tolles Gefühl natürlich. Wir haben hart gekämpft, 9 Tage lang. Und wenn man am Ende vorne ist, da freuen wir uns sehr. Ja, Armenien hat ein sehr starkes Team geschickt. Das war der größte Konkurrent. Unter den Teilnehmern war auch der ehemalige Präsident des Weltschachbundes, Fredrik Olafsson aus Island. Wir sind zum ersten Mal in dieser Veranstaltung dabei. Und wir haben uns sehr erfreut, hier zu sein. Das ist eine große Veranstaltung und die Organisation ist hervorragend. Und ich muss komplett gratuliere die Organisatoren dafür. Das ist echte Turnier, wo man kann unsere Kollegen treffen und die alten Zeiten erinnern. Bei den Frauen wurde die Mannschaft Deutschland 2 Vize-Weltmeister. Während der Wettkampfzeit ergaben sich für die Teilnehmer viele schöne Momente. Es gab also viele Begegnungen von ehemaligen Campern, die sich dann hier wieder getroffen haben. Es haben sich Mannschaften gebildet, die eigentlich wegen dieser Veranstaltung sich dann auch als Mannschaft gebildet haben. So solche Kleinigkeiten wie, es gibt ein Familie Detmann. Das sind alle 4 Brüder, die seit Jahren nicht mehr in einem Team zusammen Schach gespielt haben, aber über diese Weltmeisterschaft animiert wurden, hierher zu kommen. Im kommenden Jahr findet die Senioren-Mannschaftsweltmeisterschaft in Griechenland statt, 2018 eventuell wieder in Radebeul. Welche Dresdner sind auf dem Sprung nach Olympia? Darum geht es heute in der Drehscheibe Dresden Sommertour. Die Dresdner Dreispringerin Jenny Elbe haben wir gerade im Heinz-Steyer-Stadion getroffen. Jetzt geht es weiter zu Tina Punzel, der Wasserspringerin aus Dresden. Also bleiben Sie dran. Sächsische Aquakulturbetriebe haben im vergangenen Jahr rund 2.300 Tonnen Fisch produziert. Das entspricht etwa der Menge aus dem Vorjahr. In den sächsischen Teichen tummeln sich vor allem Karpfen. Mit großem Abstand folgen danach afrikanischer Wels und Regenbogenforelle.
Im nassen Element geht es bei uns auch gleich weiter. Liebe Zuschauer, wir treffen die Dresdner Wasserspringerin Tina Punzel. Rasen? Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Primacom und Telecolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99 nur bei Primacom und Telecolumbus.de. Wenn Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed surfen und telefonieren gratis. Jetzt ab 19,99 nur bei Primacom und Telecolumbus.de. Welcome to Wonderland, a musical tribute to Frank Wildhorn. Die Proben für die Konzerte der besonderen Art laufen auf Hochtouren. Wonderland, Jekyll and Hyde, Dracula, Bonnie and Clyde. Welthits des bekannten Musical-Komponisten Frank Wildhorn kommen am 10. und 11. September jeweils 19 Uhr in der Theaterruine St. Pauli in Dresden auf die Bühne. Tickets ab sofort im Vorverkauf und an der Abendkasse. Ja. Die neue Produktion. Hammer. Gut investiert. Ja, bis dann. Weltweit ist einfach, wenn man für Investitionen einen Partner mit internationalem Netzwerk hat. Welcome to Wonderland, a musical tribute to Frank Wildhorn. Dresden Fernsehen verlost Freikarten für die Shows am 10. und 11. September jeweils 19 Uhr in der St. Pauli-Ruine Dresden. Schreiben Sie eine Mail mit dem Stichwort Wonderland an gewinnspiel@dresden-fernsehen.de. Und seien Sie dabei, wenn die Welthits des bekannten Musical-Komponisten Frank Wildhorn erklingen. Ja, grüße liebe Zuschauer, heute Abend gibt es eine neue Nachtschicht und zwar mit den frisch gekrönten Shopping-Queens aus Dresden, Luisa und Christine. Und getreu dem Motto Eyecatcher haben wir natürlich die Sonnenbrillen auf, aber mehr dazu heute Abend 23 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Hier in der Springerhalle am Freiberger Platz in Dresden bin ich jetzt verabredet mit der Wasserspringerin Tina Punzel. Tina, auch bei dir ist es jetzt offiziell, du fährst nach Olympia. Wie war deine Reaktion? Ich meine, du wusstest es ja eigentlich schon, dass du fahren wirst, aber wie war das nochmal, das offiziell zu hören? Ja, also als wir dann wirklich die Bestätigung vom DOSB auch bekommen haben, es war natürlich eine Riesenerleichterung, dass wir eben jetzt alle Kriterien erfüllt haben und dass man offiziell nominiert ist. Das ist im Prinzip, dass der Traum in dem Moment wahr geworden ist, für den man jetzt 4 Jahre lang jeden Tag eigentlich aufgestanden ist, trainiert hat. Und ja, es war ein total cooles Gefühl, das dann wirklich definitiv zu wissen. Es sind ja deine ersten Olympischen Spiele. Wie groß ist da die Aufregung? Auf was freust du dich vielleicht auch am meisten? Ja, also ich muss sagen, die Freude überwiegt zurzeit. Also die Aufregung ist noch gar nicht so da. Ja, ich freue mich einfach, das Ganze ringsrum zu erleben, das Olympische Dorf, hoffentlich viele andere Athleten kennenzulernen. Ja, und wie gesagt, einfach das ganze Flair dort aufzusaugen und dann eben beim Wettkampf einfach Spaß zu haben. Nochmal ist der Jahreshöhepunkt, also wirklich der letzte Wettkampf im Jahr, nochmal alles zu geben und dann, ja, aber wie gesagt, es eben auch zu genießen, weil Olympia ist nur alle 4 Jahre und da dabei zu sein, ist, glaube ich, echt eine coole Sache. Was sind jetzt die nächsten Schritte auf dem Weg dahin? Was steht da jetzt an? Auch Stichwort Einkleiden, diese ganze Vorbereitung. Wie geht es da jetzt weiter? Ja, also für uns ist es dieses Jahr extrem wichtig, dass wir so viel wie möglich auch draußen trainieren, weil eben auch die Sprunganlage eine Außenanlage ist. Deswegen waren wir jetzt in der Türkei schon eine Woche zum Trainieren und in 2 Wochen fahren wir nochmal nach Südtirol. In Italien ist nochmal ein Grand Prix, den wir nochmal als Testwettkampf quasi mitnehmen.
Und ja, jetzt am Donnerstag fahren wir nach Hannover und da findet dann die Einkleidung statt. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, das wird so ein bisschen wie Weihnachten. Was gehört da alles dazu? Ja, also man, wie ich gehört habe, bekommt man einfach zwei Reisetaschen und dann eben von Trainingsklamotten, manchmal eine Sonnenbrille oder eben Turnschuhe, ja, alles, was man eben so braucht für die 4 Wochen. Ja, und bin ich gespannt, was es da alles so geben wird. Du hast ja auch wenige Tage vor Olympia Geburtstag. Am 1.8. wirst du 21 Jahre. Hat man da überhaupt noch Zeit, das zu feiern? Naja, das rückt schon noch so ein bisschen in den Hintergrund. Ja, auf der anderen Seite, wir sind dann gerade in Rio. Wir fliegen am 31. von João Pessoa, wo wir noch eine kleine Vorbereitung machen in Brasilien, dann nach Rio. Und ja, ich werde dann im Olympischen Dorf aufwachen früh. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und ja, deswegen ist jetzt nicht so tragisch, dass ich meinen Geburtstag da nicht so feiern kann, wie ich das zu Hause könnte. Vielleicht trotzdem ein Tag, den man nicht so vergisst, ne? Von Rio kommen ja nicht nur positive Nachrichten, auch das Zika-Virus ist immer wieder in den Medien. Wie geht ihr damit um? Was spielt das für eine Rolle für euch? Ja, also es ist natürlich präsent. Also wir waren auch im Februar ja schon zum Weltcup in Rio und da hat man das auch schon so ein bisschen mitbekommen. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass vor Ort alle so gut darauf vorbereitet sind und es ist auch, die Gefahr ist schon da, aber es ist jetzt, glaube ich, trotzdem nicht so, dass dort jeder Mückenstich direkt extrem gefährlich ist. Deswegen denke ich, man sollte schon ein bisschen aufpassen, aber sich auch jetzt nicht verrückt machen. Also, ja. Ja, du bist ja schon mit 5 Jahren, hast du deinen Sport angefangen. Wie bist du zum Wasserspringen gekommen eigentlich? Ja, das habe ich meinem Papa zu verdanken. Der ist früher auch schon hier in der Halle gesprungen und war auch recht erfolgreich als Europacup-Sieger. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Also bin dann immer mal mitgekommen. Am Anfang war es so ein bisschen Spielspaß. Und ja, aber irgendwie habe ich mich nicht so schlecht angestellt. Und dann wurde es halt immer ein bisschen ernster. Ja, dann bin ich auf die Sportschule gekommen und dann ist es immer so, ja, vorangeschritten. Ja, und jetzt fährst du zur Olympia. Welche Chancen rechnest du dir aus? Was sind deine Ziele? Ja, also ich sag mal, das Ziel im Einzel ist, ins Finale zu kommen unter die besten 12. Da war ich beim Weltcup mit Platz 13 im Vorkampf schon gar nicht so weit weg. Und deswegen würde ich halt gern wirklich alle 3 Wettkämpfe mitspringen von 3 Meter, Vorkampf, Halbfinale, Finale. Ja, im Synchron gibt es nur einen Finalwettkampf. Da starten wirklich nur die besten 8 Paare der Welt. Und da wäre es schön, wenn wir, sag ich mal, uns einfach gut verkaufen und vielleicht so Platz 4 bis 6 anpeilen. Das ist ja eigentlich so das Ziel fürs Synchronspringen. Und auf jeden Fall Spaß zu haben, das alles zu genießen, ja. Also, wir drücken dir die Daumen, behalten das genau im Auge. Vielen Dank, Tina, für diese Informationen. Und damit verabschieden wir uns hier aus der Springerhalle am Freiberger Platz in Dresden. Ganz gleich, wie das Wetter wird. Goldige Aussichten haben Sie mit der Münzgalerie Pirna. Bei verbreitetem Sonnenschein haben zu Beginn der neuen Woche nur zeitweise Wolken den Himmel eingetrübt. In den nächsten Tagen wird es wechselhaft, aber überwiegend freundlich. Nachts sinken die Werte erst einmal auf 13 Grad. Am Dienstag lassen in Dresden Wolken örtliche Regenschauer zurück. Die Höchsttemperaturen betragen 24 Grad. Auf strahlenden Sonnenschein, der kaum von Wolken gestört wird, können wir uns am Mittwoch freuen. Dabei werden während des Tages 20 Grad erreicht. Dünne Wolken verschleiern am Donnerstag den Himmel. Auf maximal 22 Grad steigen die Werte im Verlauf des Tages. Und am Freitag wechseln sich Wolken, Schauer und Sonnenschein ab. Die Höchsttemperaturen betragen 24 Grad. Das Wetter bei Dresden Fernsehen wird präsentiert von Das Tierhotel, die Manufaktur für gesunde Tiernahrung. Das war die Drehscheibe Dresden für Montag, liebe Zuschauer. Morgen geht es bei uns mit der Sommertour zum Weingut 3 Herren nach Radebeul. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen bis dahin erstmal einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Drehscheibe Dresden Sommertour wurde Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden.